Ja, meine Damen und Herren, das Wort dieser Woche lautet Mut. Und deswegen befinden wir uns hier im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes in deren Ausstellungsräumen. Denn diese sind Männern und Frauen gewidmet, die in einer besonders schwierigen Zeit sehr viel Mut bewiesen haben. Wir sprechen von der Zeit von 1938 bis 1945, also von der Zeit des Nationalsozialismus. Am 12. März 1938 marschierten deutsche Soldaten in Österreich ein und das bedeutete gleichzeitig das Ende der Ersten Republik. Sofort nach dem Anschluss begannen auch hier in Österreich Repressalien gegen bestimmte Menschengruppen, zum Beispiel gegen politisch Andersdenkende, aber auch natürlich gegen Menschen, die aufgrund ihrer Rasse verfolgt wurden, allen voran die Juden, aber auch Roma oder Sinti. Man verfolgte auch Menschen wegen ihrer Religion, zum Beispiel die Zeugen Jehovas, aber auch Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung, zum Beispiel Homosexuelle. Obwohl es natürlich sehr große Gefahr bedeutete, gab es doch relativ bald Menschen, die sich gegen dieses totalitäre Regime gewandt haben. Frauen und Männer, die entweder alleine oder in Gruppen Widerstand geleistet haben. Einen wirklich länderübergreifenden Widerstand, den hat es in Österreich eigentlich nicht so sehr gegeben. Das lag vielleicht zum Teil auch daran, dass man ja nicht gegen eine fremde Besatzungsmacht gekämpft hat, sondern eigentlich zum Teil gegen die eigenen Leute. Aber es bildeten sich einzelne Widerstandsgruppen mit verschiedenen Hintergründen. Manche Gruppen waren politisch motiviert, zum Beispiel Gruppen von Sozialdemokraten oder Kommunisten. Manche Gruppen wiederum hatten einen katholischen Hintergrund. Andere Widerstandsgruppen waren durchaus auch im Bereich des Militärs zu finden. Und dann gab es auch sehr viele Menschen, die alleine sich gegen dieses Regime gewandt haben, sei es indem sie Menschen vielleicht versteckt haben oder Menschen zur Flucht verholfen haben oder ihnen zumindest Essen besorgt haben. Und einige dieser Männer und Frauen, die eben besonderen Mut gezeigt haben, die möchte ich Ihnen jetzt ein wenig näher vorstellen. Ja, hinter mir an der Wand sehen Sie jetzt die Bilder von einigen dieser Männer und Frauen, die eben im Widerstand tätig waren. Eine ganz besondere Frau war Margarete Schütte-Lihotzky. Sie war Architektin, eine sehr bekannte sogar bereits zu ihrer Zeit. Sie gilt auch als die Erfinderin der Einbauküche. Sie erfand nämlich die sogenannte Frankfurter Küche und die kann man getrost als den Prototyp unserer heutigen Einbauküchen immer noch bezeichnen. Margarete Schütte-Lihotzky war zum Zeit des Anschlusses gar nicht in Wien. Sie arbeitete bereits mehrere Jahre in Moskau und dann im Jahre 1938 war sie in Istanbul, wo sie an der Akademie der Bildenden Künste unterrichtet hat. Sie war somit eigentlich in Sicherheit. Sie war dort sowohl politisch sicher als auch finanziell etabliert. Und dennoch kehrte sie nach Wien zurück. Sie traf nämlich in Istanbul einen befreundeten Architekten namens Herbert Eichholzer und er berichtete ihr, dass er vorhat, in Wien eine Widerstandsgruppe aufzubauen. Margarete wollte ihn dabei unterstützen und kehrte freiwillig nach Wien zurück. Ihre Arbeit währte allerdings nicht lange, denn bereits nach 2 Monaten wurde die Gruppe durch einen Spitzel verraten, die ganzen Mitglieder dieser Gruppe wurden verhaftet, Margarete natürlich auch. Sie wurde, so wie alle anderen, auch zum Tode verurteilt. Allerdings wurde ihre Todesstrafe dann umgewandelt in eine Kerkerstrafe. Denn ihr Mann, der in Istanbul zurückblieb, konnte, wie auch immer, ein offizielles Briefpapier der türkischen Regierung entwenden und im Namen der türkischen Regierung schrieb er dann einen Brief, in dem er sich für Margarete Schütte-Lihotzky einsetzte, erfolgreich. Denn ihre Todesstrafe wurde tatsächlich in eine 15-jährige Kerkerstrafe umgewandelt und 1945 wurde Margarete Schütte-Lihotzky befreit. 2 andere berühmte Frauen im Widerstand waren Rosa Jochmann und Käthe Leichter. Beide stammten aus dem sozialdemokratischen Umfeld. Käthe Leichter war auch noch dazu doppelt verfolgt, denn sie war auch jüdischer Abstammung. Rosa Jochmann hätte 1938 flüchten können. Doch das wollte sie nicht. Sie blieb in Wien, wurde verhaftet, erstaunlicherweise dann kurz darauf wieder entlassen, dann allerdings neuerlich verhaftet und in das KZ Ravensbrück deportiert, und zwar mit dem Vermerk Rückkehr unerwünscht. Das war an sich das Todesurteil. Aber sie hatte Glück im Unglück, denn in Ravensbrück befand sich bereits Käthe Leichter. Und Käthe Leichter hat es durchgesetzt, dass man Rosa Jochmann zur sogenannten Blockältesten gemacht hat. Sie war somit das Verbindungsglied zwischen den Häftlingen und der Lagerleitung. Und offenbar machte sie diese Aufgabe sehr gut, denn sie entging dem Tod. Käthe Leichter allerdings nicht. Sie wurde 1942 in Ravensbrück
ermordet. Eine ganz berühmte Widerstandsgruppe war die Gruppe rund um Roman Karl Scholz. Er war ein Augustiner Chorherr in Klosterneuburg. Er war am Anfang dem Nationalsozialismus gar nicht so abgeneigt. Das hat sich dann allerdings 1937 nach dem Reichsparteitag geändert und er gründete eine Widerstandsgruppe. Auch diese Widerstandsgruppe wurde durch einen Spitzel verraten. Das kam leider sehr häufig vor. Man hat dann die 200 Mitglieder dieser Gruppe verhaftet. 23 von ihnen wurden zum Tode verurteilt und diese Todesurteile wurden auch exekutiert. Ja, eine weitere Frau möchte ich hier auch noch nennen, eine Dame namens Ella Lingens, eine Medizinerin und Juristin. Sie kann man wirklich als eine dieser Einzelkämpferinnen bezeichnen. Sie versteckte Juden und verhalf einigen von ihnen auch zur Flucht. Auch sie wurde durch einen Spitzel verraten und sie kam ins KZ Auschwitz. Dort kam sie auch in Kontakt mit dem berüchtigten Dr. Josef Mengele. Ella Lingens hat in dreifacher Hinsicht Mut bewiesen. In einem natürlich, indem sie Widerstand geleistet hat, zum anderen, indem sie auch in Auschwitz noch Lagerhäftlingen geholfen hat, indem sie zum Beispiel Krankenberichte gefälscht hat und so einige Menschen vor der Selektion bewahren konnte. Und sie bewies ein drittes Mal Mut, als sie nach Wien zurückkehrte, nach ihrer Befreiung. Denn in ihren Memoiren, einem Buch namens Gefangene der Angst, hat sie auch zugegeben, dass sie unter Umständen nicht Widerstand geleistet hätte, wenn sie gewusst hätte, was ein KZ bedeutet. Die Widerstandskämpfer wurden nach dem Krieg auch nicht unbedingt mit offenen Armen empfangen. Viele von ihnen wurden behandelt wie Verräter. Margarete Schütte-Lihotzky fand zum Beispiel, obwohl eine international anerkannte Architektin, in Österreich keine Arbeit. Natürlich können wir hier nur einige dieser Widerstandskämpfer herausgreifen. Es gibt natürlich sehr, sehr viele mehr, die wir nicht alle erwähnen können. Und manche sind vielleicht auch gar nicht bekannt geworden. Menschen, die im Kleinen versucht haben zu helfen. Was wir leider wissen, ist, dass rund 2700 Widerstandskämpfer hingerichtet wurden in Wien, und zwar im Landesgericht mit dem sogenannten Gerät F. F, das stand für Fallbeil. Besonders tragisch war, dass die Hinterbliebenen auf die Leichen ihrer Angehörigen nicht einmal Anspruch hatten. Die Leichen von Hingerichteten kamen in die diversen anatomischen Instituten für Forschungszwecke und wurden dann später, zumindest einige von ihnen, in der Gruppe 40 am Wiener Zentralfriedhof bestattet. Ja, dieses Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes wurde in den 1960er Jahren von ehemaligen Widerstandskämpfern gegründet. Es beschäftigt sich natürlich mit der Aufarbeitung dieser Dinge. Es gibt hier auch ein Archiv, das man für Forschungszwecke verwenden kann. Es gibt diese Ausstellung hier, eine Sonderausstellung, die von Montag bis Freitag auch frei zugänglich ist. Und das Dokumentationsarchiv beschäftigt sich auch mit der Aufklärungsarbeit. Da geht es natürlich darum, sich auch mit den heutigen antisemitischen und rassistischen Strömungen zu bewegen und gegen diese anzukämpfen.